In Mission 2 dürfen wir uns zum ersten Mal mit dem Militär der Trojaner vertraut machen. Unser Ziel ist es, die Siedlung der Mayas im Norden zu zerstören, denn die Mayas sind mal wieder die einzigen, die ihr eigenes Ding durchziehen müssen und deshalb die Trojaner nicht willkommen heißen wollen. Ernsthaft, irgendwie sind es immer die Mayas, die Probleme verursachen, und das meist aus völlig banalen Gründen. Ich erinnere nur mal an den Krieg um den heiligen, überhaupt nicht gewöhnlichen Baum. Dafür werden wir von einer römischen Siedlung im Osten unterstützt. Laut Missionsbeschreibung müssen wir außerdem einen Priester zu den Römern schicken, das ist streng genommen aber nicht erforderlich. Es lohnt sich aber, da die Römer euch dann Waffen, Gold und Schwefel schicken. Keine Ahnung, wieso die Römer Schwefel rumliegen haben, aber die Trojaner sind noch zu neu, um zu merken, dass Schwefel eigentlich ein Geschenk für jemanden ist, den man nicht mag. Vielleicht haben ihnen die Mayas das Zeug geschenkt. Es gibt nur ein für uns zugängliches Gebirge mit reichlich Kohle und Eisen, aber nur begrenzten Goldvorräten. Ich empfehle euch, das Gold zunächst in euren großen Tempel und zwei Sets Zierobjekte zu investieren, der Rest kann für Level 3 Schwertkämpfer genutzt werden. Was Steine angeht, gibt es zwei große Steinfelder im Nordwesten und im Osten, die euren Bedarf decken sollten. Diese Mission sollte unabhängig von der eingestellten Schwierigkeit sehr ruhig verlaufen, sogar ruhiger als von den Entwicklern vorgesehen. Eigentlich sollen sich die Römer passiv verhalten, während euch das Spiel in Tipps zur Mission dazu rät, zur Verteidigung bereit zu sein. Tatsächlich wurden aber nicht die Römer, sondern die Mayas passiv geschaltet, ihr solltet also eigentlich nichts zu befürchten haben. Nach etwa 90 Minuten wird es zu Gefechten zwischen den Mayas und Römern kommen, da ihre Gebiete dann aneinander grenzen. Bis zu diesem Zeitpunkt solltet ihr eure Truppen sammeln und dann ausnutzen, dass die Mayas geschwächt wurden. Sobald ihr einen der Türme auf der Gebirgskette erobert, wird außerdem ein Angriff der Römer auf die Mayas ausgelöst, was die Sache noch einfacher macht. Sobald alle Türme der Mayas erobert wurden, haben die Trojaner ihren ersten Kampf gewonnen.